Wenn ich meiner Mutter etwas vom Podcast erzähle, dann weiß die sogar darüber Bescheid. Und diese Dame ist 89 Jahre alt. Sie hört Podcast. Was ist Podcast? Und kann man das auch zum Lernen einsetzen? Na klar. Podcast ist ja wie eine Art Sendung im Internet. Ja, man hat entweder Interviews, denen man zuhört, oder man hört Monovorträge. Aber irgendwie ist es faszinierend, denn während zwischendurch mal der Podcast so ein bisschen, naja, entwickelt der sich jetzt oder nicht, hat er jetzt einen regelrechten Boom erreicht. Also ich selber mache das seit 2009 und mein Podcast heißt Bring dein Hirn zum Leuchten, und ich habe unglaublich viele Zuhörer und das fasziniert mich. Und was mich noch mehr fasziniert ist, wenn man in die Statistiken guckt, diese Zuhörer sind aus 80 verschiedenen Ländern. 80 Länder, irre. Und das merke ich auch immer wieder, wenn Leute zu mir zum allerersten Mal ins Seminar kommen, dann behandeln die mich so wie so einen alten Bekannten. Und wie geht's Mutti? Und sage, haben wir uns schon mal irgendwo gesehen? Nein, kenne ich nicht. Na klar, ich bin schon seit 3 Jahren auf Ihrem Podcast. Und das heißt also, das ist so eine Art Vertrautheit, die man damit aufbaut. Andererseits hört man die Stimme und sagt, ach guck mal, jetzt haben wir das Gesicht dazu oder irgendwie sowas. Podcast selber ist sehr unterhaltsam oder kann sehr unterhaltsam sein. Ich meine, das merkt man ja relativ schnell. Ob das ein Podcast ist, den man sich anhören will oder der einen nur Zeit klaut, das gibt es natürlich auch. Aber offensichtlich hat das also eine entsprechende Wirkung. In meinen Seminaren sage ich ja manchmal, welche Sinne sind denn die wichtigsten fürs Lernen? Und dann kommt als allererstes der Sehsinn mit 10 Millionen Kilobits pro Sekunde Aufnahmefähigkeit. Dann kommt als nächstes die Hand, also der taktile Bereich, der taktile Sinn mit 1 Million Kilobits pro Sekunde. Und dann kommen erst mit 100.000 Kilobits pro Sekunde, also 100-mal weniger als das Sehen, das Hören. Aber Podcast hört man ja in der Regel. Man hört es im Auto, wenn man fährt, man hört es in der Badewanne meinetwegen oder in der Freizeit beim Joggen. Und wo die Leute das alles hören, ich bin immer total erstaunt. Aber wenn es doch nur so eine wie eine Wirkung hat, habe ich mir auch gedacht. Also wenn tatsächlich das Hören ja nur 1%, also gegenüber dem 100% von Sehen wäre, die Lösung ist relativ einfach. Dadurch, dass die Kopfhörer so dicht am Kopf sind und der Podcast einigermaßen gut gemacht ist, wenn nämlich Bilder im Kopf entstehen, dann haben wir mehrere Sinne im Mann. Also erstens, die rechte Gehirnhälfte ist auf jeden Fall aktiv, und die rechte Gehirnhälfte ist sogar mächtiger als die linke, also was das Lernen betrifft. Es entstehen Bilder im Kopf. Man kann einander, also man kann zuhören und man kann nebenher noch etwas tun. Zeit ist ja ein kostbarer Faktor in der heutigen Zeit, nicht? Also beim Abwaschen oder beim Saubermachen, und man hört trotzdem dabei etwas und lernt dabei auch etwas. Man muss dabei nicht still sitzen, und das ist sowieso so eine Sache, nicht? Wann lerne ich denn etwas? Wenn ich mich nämlich bewege, lerne ich viel besser, als wenn ich nur immer nur rumsitze. Sicherlich, beim Autofahren würde ich also nicht allzu viel mich bewegen. Aber wenn ich halt jogge oder wenn ich halt meinen Haushalt mache oder irgendwas, ich habe die Kopfhörer auf dem Ohr und ich höre den Podcast und gleichzeitig erfahre ich also Dinge, die vielleicht erstaunenswert sind oder wo ich tatsächlich etwas lerne und sage, wop, das habe ich vorher noch nie gehört. Dann probiere ich mal jetzt aus. Ja, natürlich kann man den Podcast auch ganz professionell hören, indem man mitschreibt. Da kann man übrigens Mindmapping mitschreiben üben. Echt? Also ist ja nicht schlimm, wenn man da nicht alles mitkriegt. Man kann es ja noch mal kurz zurückspulen und dann noch mal von vorne hören. Das geht natürlich auch. Das werden aber die wenigsten machen, glaube ich. Also Podcasts funktionieren auf jeden Fall. Alle, die meine Rückmeldungen sind, die von über Podcasts sind, waren durchweg positiv. Das erfreut mich natürlich. Also sie sagen, Mensch, das hat teilweise 1, 2 Episoden waren dabei, die haben echt mein Leben verändert. Also das war jetzt nicht unbedingt mein Ziel, aber
Ich bin natürlich immer versucht, die aktuellsten Sachen mit reinzunehmen, auch mal die eine oder andere Episode zu machen. Das episodische Gedächtnis wird damit übrigens auch trainiert. Und gleichzeitig das räumliche und das bildliche Vorstellungsvermögen. Also die rechte Gehirnhälfte ist da sehr, sehr stark involviert. Und zwar eine, die ganz häufig in der Schulzeit vernachlässigt wurde. Also, hört einfach mal Podcast. Meiner heißt, bring dein Hirn zum Leuchten. Würde mich freuen, wenn du einfach mal reinhörst. Und wenn es dir gefällt, dann abonnierst du es einfach. Herzlichst, dein Jens.